Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben heute ein sehr spannendes Interview für euch, denn Nadine Lammer, das ist eine befreundete Hundetrainerin, war bei uns zu Besuch und die hat nicht nur Hunde, sondern auch kürzlich ein Kind bekommen. Und worauf man da achten muss, damit das Ganze im Zusammenspiel vernünftig funktioniert, die Hunde zum Beispiel nicht eifersüchtig werden, es keine Übergriffigkeiten zwischen Hund und Kind in beiderlei Richtungen gibt, da sollte man natürlich den ein oder anderen Gedanken immer im Hinterkopf behalten. Das Ganze geht ungefähr eine Stunde. Ich finde, es ist sehr spannend geworden. Gebt dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr sowas mehr sehen möchtet. Gerne jederzeit im Laufe des Interviews Kommentare verfassen. Die werden wir natürlich im Nachhinein auch noch beantworten. In diesem Sinne, viel Spaß und ich freue mich auf euer Feedback. Nadine, schön, dass du heute hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du bist Hundetrainerin, du bist kürzlich gewordene Mutter. Ja. Und aktuell gibt es aber gar kein Training. Leider nein. Warum? Ja, weil ich in Elternzeit bin. Mein kleiner Knopf ist jetzt ein halbes Jahr alt. Mhm. Und ich habe es mir einfacher vorgestellt, als ich noch schwanger war, dass ich dachte, ich kriege recht gut und schnell eine gute, zuverlässige Betreuung für meine Tochter, dass ich stundenweise Hundetraining machen kann. Das ist aber leider nicht so, weswegen ich leider aktuell nur Social Media mache, weil das kann ich tun und lassen, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Und Hundetraining ist halt verbindlich. Und wenn, dann möchte ich natürlich auch zuverlässig da sein können. Und das geht leider nicht aktuell. Das heißt, obwohl du dich wahrscheinlich vorher auf die Situation ganz gut vorbereitet hast, sind doch Dinge anders gekommen als erwartet. Auf jeden Fall. Zum Beispiel? Das Leben. Ja, nein, aber das, was du eben gesagt hast, passt ja eigentlich perfekt dazu. Du hast gedacht, du findest eine Anlaufstelle, wo du dein Kind parken kannst. Ja. Es funktioniert nicht. Also erstmal kriegt man keine Betreuung, die zuverlässig ist. Wenn du dann eine Tagesmutter zum Beispiel suchst, also ich komme aus dem Raum Hessen, da gibt es eh keine Kindergartenplätze für so kleine Kinder oder Kita-Plätze. Mhm. Da müsstest du, wenn zu einer Tagesmutter gehen. Und das Prinzip Tagesmutter funktioniert für mich nicht, weil ich meine Tochter nicht einer Person in die Hand drücke, die 5 weitere Kinder hat und unbeaufsichtigt ist. Das ist etwas, was vom Konstrukt her für mich persönlich so nicht funktioniert, weil ich es leider erlebt habe, wie es auch sein kann, hinter verschlossenen Türen. Mhm. Das möchte ich nicht. Und deswegen muss ich einfach jetzt aktuell noch in den sauren Apfel beißen und kann leider mein Hundetraining so nicht machen, wie ich es mir wünschen würde. Aber sie wird älter und die Zeit kommt auch wieder. Das heißt aber, du hast jetzt eine Situation, in der du dachtest, du hättest mehr Zeit, auch für deine Hunde möglicherweise. Ja. Und jetzt hast du die aber nicht. Was bedeutet das? Eine Konsequenz im Alltag? Dass du dich auf eine neue Situation anders einstellen musst, als in deinem Kopf geplant hast. Du brauchst eine große Anpassungsfähigkeit. Das braucht man eh im Leben, dass man immer wieder sich auf neue Situationen einstellt. Und obwohl ich ein extremer Strucki bin und gerne Sachen plane, es ist so, dass das einfach nicht funktioniert und dass ich jetzt total gemerkt habe, eine Grundstruktur zu haben, ist gut, aber du musst in so vielen Punkten so variabel sein, damit du glücklich bleiben kannst. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir das Ganze so ein bisschen chronologisch angehen. Mir ist eine Frage so ein bisschen im Unterbewusstsein geblieben, die hier gekommen ist. Wir gehen jetzt mal von der Situation aus, man hat Hunde und dann wurde die Frage gestellt, wie merke ich, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, möglicherweise ein Kind zu bekommen. Wenn du dazu bereit bist. Es ist erstmal ganz wichtig, wenn man, bevor man sich überhaupt einen Hund holt, muss man sich erstmal die grundsätzliche Frage stellen, möchte ich eventuell irgendwann im Laufe meines Lebens Kinder haben, ja oder nein? Das ist erstmal so die Grundsatzfrage, die ich mir stellen sollte. Wenn ich jetzt aktuell sage, ich habe jetzt keine Kinderplanung und ich hole mir dann einen Hund aus dem Tierschutz zum Beispiel, aus dem Tierheim, der absolut nicht mit Kindern kann, weil er die beschädigen würde, dann muss ich mir da im Vorfeld Gedanken drüber machen. Wann merke ich, dass man bereit ist, um in die Familienplanung zu gehen, wenn du es als Mensch möchtest? Und genau da ist auch ein großer Punkt. Du als Mensch bist doch der Faktor, der entscheidet, ob du Nachwuchs haben möchtest, ja oder nein. Ja. Und du darfst sowas meiner Meinung nach nicht von deinem Hund abhängig machen. Du musst vorher die Entscheidung treffen, passt der Hund grundsätzlich in ein Familienleben, ja, nein. Mhm. Diese Entscheidung ist wegweisend, aber du darfst nicht davon abhängig machen, mein Hund ist 6 Monate alt, 9 Monate alt, 10 Jahre alt, jetzt ein Kind, ja oder nein. Das heißt, du hast quasi das Ganze jetzt so in 2 Kategorien unterteilt in deiner Antwort. Einmal hast du sehr weit vorausschauend quasi gesagt, wenn ich mir meinen Hund hole, sollte ich im Optimalfall, ich weiß, das Leben kommt dann immer ein bisschen anders, als man es geplant hat, mir schon im Klaren drüber sein, ist der wahrscheinlich tendenziell eher kompatibel mit Kindern oder nicht? Ja, genau. Und auch hinsichtlich möglicherweise Hund aus dem Tierheim mit einer Vorgeschichte und so weiter, sollte man, wenn es geht, da schon mal gucken, dass man in die Informationen reinkommt, die möglicherweise irgendwo verfügbar sind. Zum Beispiel kommt der Hund aus einer Familie, wo es vielleicht mal Probleme gegeben hat mit Kindern oder Ähnlichem. Ja, wo es Beißerfälle gab oder brenzlige Situationen, ja. Und das Zweite, was du gesagt hast, das fand ich ganz spannend, weil ich dachte, deine Antwort beginnt jetzt mit was, wo du auf den Hund eingehst in seinem Zustand. Aber du bist auf dich als Mensch eingegangen. Du hast gesagt, wenn du als Mensch dafür bereit bist. Und wo ich jetzt automatisch dran gedacht habe, war die andere Ecke zu sagen, was muss mein Hund können, um dann zu sagen, wenn ich jetzt noch ein Kind mit reinhole ins Boot, dass das dann insofern passt, dass der Hund nicht anfängt, irgendwelche Probleme zu verursachen. Ja, das ist halt der große Faktor, finde ich, allgemein in der Hundewelt, dass man irgendwie immer zu sehr den Hund forciert. Es geht immer um den Hund, es geht um die Bedürfnisse des Hundes. Ja, was ist denn mit mir als Mensch? Es geht um die persönliche Entwicklung des Menschen, es geht um die Einstellung des Menschen. Und das ist für mich halt ein noch viel wichtigerer Faktor, weil wenn ich mein Leben um den Hund herum bastel, dann verliere ich mich im Laufe der Zeit selber.
Und wenn ich jetzt als Mama oder wenn ich eine Frau bin, die einen Kinderwunsch hat und ich sage, oh, ich weiß nicht, ob mein Hund bereit dazu ist, dann werde ich doch nicht glücklich damit. Und es ist doch potenziell auch ein riesiges Problemkonstrukt, was ich dadurch aufbaue, dass du sagst, ist mein Hund schon so weit, ist er noch nicht so weit, muss ich meine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen, um meinen Hund nicht zu überfordern und ja, so weiter und so fort. Da stellt sich mir direkt so ein Berg an. Da wird doch eine Riesenbubble geöffnet. Genau. Das ist etwas, wo ich ganz klar sage, meiner Meinung nach, auch wenn das vielleicht andere anders sehen, aber du darfst so eine wegweisende Lebensentscheidung nicht von deinem Hund abhängig machen, weil dann wirst du damit nicht glücklich. Du musst, und das ist die Verantwortung, ganz klar für jeden Hundehalter, bevor er sich einen Hund holt, die sich ganz genau Gedanken darüber zu machen und so banale Dinge, wie man immer sagt. Kann ich die Betreuung meines Hundes gewährleisten, wenn ich arbeiten muss? Was ist, wenn ich den Beruf wechsle? Was ist, wenn mein Partner sich trennt oder ich mich trenne? Kann ich das alles noch bewerkstelligen? Das sind alles so Dinge, die man immer irgendwie abklappern sollte. Aber das Thema Kind, ob ich eine Familie haben möchte, das ist auch etwas, was man ganz, ganz klar kommunizieren sollte. Und wo du vorhin sagtest, ja, wenn man an diese Information kommt, ob ein Hund kompatibel ist oder nicht, ganz klar, wenn du an ein gutes Tierheim kommst oder an eine gute Tierschutzorganisation, die sagen dir ganz genau, der Hund ist für Familien geeignet, ja, nein. Oder vielleicht erst ab standhafte Kinder, ab 10, 12, weil er halt wuselig ist, damit das Kind nicht umgerannt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das hier so ein bisschen hervorhebt, weil von dem, was ich an Zusendungen bekomme, sind es häufig Situationen, wo Leute nicht vorher drüber nachgedacht hätten, okay, ich hole mir jetzt einen Hund, was könnte möglicherweise später für eine Situation entstehen und könnte mir das Probleme bescheren. Und das ist auch ganz häufig was ich dann mit Gesprächen zum Beispiel von Sachverständigen und so weiter höre, ist, dass eine Situation sich halt insofern verändert, als zum Beispiel ein Kind dazugekommen und auf einmal fängt der Hund an, Probleme zu machen. Häufig, das erlebe ich auch als Hundetrainerin, auch bereits bevor ich wusste, dass ich überhaupt schwanger werden kann, das war auch immer ein Struggle-Thema bei uns, hatte ich aber das Thema, dass ich sehr, sehr viele Mamas betreuen durfte, also wirklich Mamas mit ihren Hunden betreuen durfte und da auch wirklich ganz klar auch sagen muss, die allermeisten Hunde sind schon kinderkompatibel. Da kann man definitiv wirklich gut trainieren, den Hund gut anleiten, gute Vorbereitung treffen. Das ist bei den allermeisten Hunden der Fall. Aber es gibt halt die 2 von 10 Hunden, da passt das nicht. Und wenn du genau einen von diesen beiden Hunden in deiner Familie hast und du bist schwanger, dann kann es brandgefährlich werden. Und da sollte man sich wirklich im Vorfeld Gedanken machen, wenn ein Kind kommen könnte, ist es halt nun mal so, dass ein Hund, der massive Ressourcenprobleme von der Aggression her hat, erstmal jetzt nicht passt. Klar, man kann Dinge trainieren, ja, aber man darf eins nicht vergessen, die Gefahr bleibt immer da, dass die 42 Argumente doch eingesetzt werden könnten. Das steht jetzt so ein bisschen kontra zu dem, was du eben ja gesagt hattest, wo du gesagt hast, wenn du als Mensch das möchtest, dann solltest du es tun. Jetzt aber so ein bisschen relativiert, weil wenn die Bedingungen echt scheiße sind, weil zum Beispiel der Hund mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Probleme verursachen wird dann da, wie geht man dann mit der Situation um? Das heißt, du bist in so einem Zwiespalt. Du sagst, okay, eigentlich will ich ein Kind. Na, ich bin ehrlich gesagt gar nicht im Zwiespalt. Auch wenn ich dafür vielleicht einen Shitstorm kriege, aber wenn dein Lebenswunsch ein Kind ist, dein Lebenswunsch ist eine Familie und du hast einen Hund, für den das nicht kompatibel ist, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du wirst nicht Mama, du wirst keine Familie gründen wegen deinem Hund, oder du musst für deinen Hund ein zuverlässiges Zuhause finden, wo er besser aufgehoben ist. Und der Weg mit dem Kopf durch die Wand, den siehst du nicht. Zu sagen, ich weiß, dass es Probleme geben könnte, aber ich nehme dann halt in Kauf, dass ich halt möglicherweise sehr viel mit meinem Hund arbeiten muss, dass ich vielleicht sehr viel Management betreiben muss, aber ich will trotzdem unbedingt beides. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich spreche jetzt für mich mit meinen Emotionen, weil ich habe das Thema durch. Ich bin Mama, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man gerade frisch mit deinem Baby nach Hause kommt. Wie überladen du bist, deine Hormone. Ich fühle das gerade. Und ich weiß zu 100%, und ich bin ja Trainerin und ich bin sehr wohlwollend mit Hunden, aber wenn ich jetzt einen Hund hätte, wo ich weiß, es kann sein, dass der wirklich beschädigend mein Kind beißen will, weil der Beutefangverhalten hat und der sich auf das Kind stürzen möchte, wenn die strampelt, boah, Respekt. Also wenn du den ganzen Tag Management betreiben musst, den ganzen Tag deinen Hund absichern musst, den ganzen Tag 5 Augen überall haben musst, dann ist das ein Stresslevel und eine Verantwortung, die heftig hoch sind. Und da muss man sich fragen, will man das ja oder nein? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit der Situation glücklich wirst? Ja, das ist genau das ist es. Dieses, dass du die Mutterschaft, wie man es ja nennt, wie ich es gelernt habe. Mutterschaft ist auch ein komisches Wort, aber dass du es genießen kannst. Ja, dass du glücklich bist. Da schließt sich wieder der Kreis. Das eigene Gefühl, bist du mit dieser Situation glücklich. Und das finde ich persönlich halt wichtig. Weil dieses Thema sich ein Ei ins Nest legen, glaube ich. Ja, hat da ja irgendwie eine ganz interessante Doppeldeutigkeit auch. Weil wenn du versuchst, so eine Situation dann da zu forcieren und am Ende funktioniert vorne und hinten gar nichts und du bist unglücklich, boah. Man darf das Wochenbett nicht unterschätzen. Also
Ich war vorher psychisch wirklich stabil. Dann war es am Ende der Schwangerschaft schon so, dass da einige Komplikationen waren, die dazu geführt haben, dass ich schon auch ein bisschen nervös wurde. Mhm. Aber das Wochenbett selber, diese Umstellung, deine Hormone kicken voll rein und jede Frau kennt das, also viele Frauen kennen das, wenn die Hormone sich umstellen aufgrund Periodenzeit und so, wie das schon kicken kann, kennt man ja bei läufigen Hündinnen auch manchmal. Oh, ja. Geil. Dann hast du ein Baby, du kannst kaum schlafen, du musst dich auf dein Leben ändert sich von heute auf morgen komplett. Man stellt sich vorher drauf ein, aber wie sich anfühlt, kann man vorher nur erahnen. Verstehe. Und da muss man halt gucken, so, wo geht die Reise hin, was einen selber betrifft. Und diese Themen, die dann kommen können, man kann sich auf vieles richtig gut vorbereiten. Aber das Gefühl, wie man sich fühlt in diesem Moment, das wirst du erst im Hier und Jetzt erleben, wenn dein Baby dann auch da ist. Okay, ich glaube, was jetzt auch hilfreich ist, ist, wenn wir versuchen, das mal recht stark zu konkretisieren. Ja. Also wenn man jetzt quasi gesagt, was kann ich versuchen zu erahnen im Vorhinein, ob das ein guter Zeitpunkt ist oder nicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, man hat sich dafür entschieden, dann ist man irgendwann schwanger. Mhm. Und dann kam hier eine Frage, kann man den Hund vorher schon darauf vorbereiten, dass da dann bald ein Kind da ist? Und wenn ja, wie? Also erstmal ist es so, ich gehe jetzt mal von folgender Situation aus, dass der Hund schon ein richtig cooles Verhältnis zum Besitzer hat. Also dass man wirklich ein Team ist, ja? Dass man eng ist, so wie du und Abby oder ich mit meinen Hunden, dass das einfach eine Einheit ist. Da gehe ich jetzt mal von aus. Dann ist der große Vorteil, dass die Hunde das riechen, dass die Hunde checken, dass man schwanger ist. Meine Hunde wussten es von mir. Die wurden auf einmal nämlich ganz komisch, wo ich dachte, hä, was ist mit euch? Ja, 2 Wochen später wusste ich, dass ich schwanger bin. Ich wollte gerade direkt einwerfen, wie früh geht das los, dass die das merken? Oh, krass früh. Ich habe in der Woche 6 erfahren, dass ich schwanger bin und die haben es in Woche 4 schon gemerkt. Also richtig früh. Und richtig du hast früh. Es an welcher Art von Verhaltensveränderung gemerkt? Der Monty war auf einmal, der hatte auf einmal keinen Bock mehr auf mich, so gefühlt. Also der hat einfach mehr mich gemieden, wo ich dachte, hä, warum gehst du gerade erst super eng mit mir? Der hat mir mehr Freiraum gelassen, wo ich dachte, spinnst du? Was ist mit dir, Hund? Und Kyla wollte anfangen, mich zu beschützen. Hm. Die Kyla ist, was soll ich sagen? Die wollte mich abschirmen, die wollte anfangen, mich zu beschützen. Das hatte die vorher nie gemacht. Also die war nie, dass die mich beschützen wollte. Die ist halt eh ein bisschen dulli in der Birne, aber... Das heißt, wir haben dann auf einmal auch ein Ressourcenthema. Total. Also weil die halt... Die wollte mir helfen. Also aus hundepsychologischer Sicht ist es so, ich werde ja quasi schwächer oder meine Hormone stellen sich um. Das heißt, ich bin nicht mehr so ich, dass ich hier und jetzt da bin und präsent bin, sondern meine Hormone stellen sich um. Ich werde auf einmal anders. Ja. Das heißt, es ist eine Ambivalenz in der Gruppe und der Hund versucht diese halt dann zu füllen. Das ist so das Verhalten, was da gezeigt wurde. Und ich habe das nicht gecheckt. Ich dachte mir, ich bin wie immer so. Ich habe nur gemerkt, dass mein Zahnfleisch auf einmal wehtut. Ich denke, hä? Ja, und dann 2 Wochen später habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ist das normal, dass dann das Zahnfleisch? Jawohl, also mit dem Östrogen. Das Östrogen steigt ja so krass an und dann kannst du Entzündungen im Körper wohl kommen. Und das war bei mir der Fall. Ich habe das aber auch nicht geblickt. Also in dem Moment dachte ich mir so, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Bis ich dann halt erfahren habe, ja okay, irgendwie macht es jetzt doch alles Sinn. Interessant. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt auch wieder 2 Gabel, die wir gehen können. Das ist direkt so Verhaltensveränderung, Hund, die eintritt. Und dann andere Geschichte von der ursprünglichen Frage, wie kann man den Hund darauf vorbereiten? Genau, also einmal das Thema, dass der Hund sich mit darauf vorbereitet. Das bedeutet, das ist, finde ich, sehr wichtig, dass er die Schwangerschaft miterlebt. Also dass er auch nach wie vor, dass der Hund weiterhin Teil der Familie ist, bleibt. Und auch wenn das Baby da ist, weiterhin ein Teil der Familie ist. Und es geht um das Thema Vorbereitung. Es gibt natürlich, also ich gehe wie gesagt davon aus, dass man ein gutes Verhältnis hat mit seinem Hund. Das Wichtigste ist, dass man bereits in der Schwangerschaft sich klar überlegt, was will ich von meinem Hund, wenn das Baby da ist? Was ist für mich weiterhin okay? Und was sind für mich, wenn das Baby da ist, No-Gos? Beispiel, der Hund durfte bislang immer im Bett schlafen. Er darf es aber nicht mehr, wenn das Baby da ist, weil das Baby mit im Bett schlafen oder am Beistellbett schlafen soll oder aus hygienischen Gründen, wie auch immer. Dann ist das ein Beispiel, was ich auf jeden Fall vorher ändern würde. Babyzimmer, es ist zum Beispiel vorher das Büro gewesen und auf einmal wird es das Babyzimmer. Darf der Hund, wenn das Baby da ist, da rein, ja oder nein? Auf uns zum Beispiel bezogen, für mich war klar, die Hunde dürfen da rein. Aber für mich war auch ganz klar, die Hunde dürfen auf den Teppich des Babys nicht drauf. Und da lag vorher ein alter Teppich und ich habe dann schon angefangen klarzumachen, dieser Teppich, den möchte ich nicht mehr. Ohne dass die Hunde direkt einen Bezug dazu bekommen haben, dass es am Baby liegt und dann irgendeine Art und Weise blöde Schwingungen kommen könnten. Sondern es sind einfach Regeln, Grenzen, Strukturen, die ändere ich ab, die passe ich meinem neuen Lebensstandard an, der kommen wird, fertig. Die versuchst du aber möglichst früh dann zu etablieren. Ja, absolut. Und auch so Sachen, es gibt ja sehr sensible Hunde, die mit Veränderungen sehr schlecht klarkommen. Das ist eine Charaktereigenschaft, wie bei uns Menschen auch, so strukturliebende. Dass ich frühzeitig anfange, die Sachen fürs Baby hinzustellen. Babybett, Laufstall, Kindergitter dranbringen, Thema Kinderwagen, dass ich da auch das frühzeitig wirklich angehe und definitiv nicht erst, wenn das Baby da ist, weil das ist super stressig für Mama und Papa. Zum Beispiel auch sowas wie Laufen an lockerer Leine, wenn ein Kinderwagen dir mehr hergeschoben wird. Genau, das habe ich gemacht, da war ich in
ach, da war ich, weiß ich nicht, im 7. Monat schwanger oder so. Also habe dann noch 2 Monate, 3 Monate knapp Zeit gehabt. Da habe ich dann ganz lässig angefangen mit den Hunden. Und es hat mir so viel geholfen, weil wenn du dann das Baby hast, du hast nicht die Nerven, dann das Thema mit deinem Hund anzugehen, wenn da gerade dein Baby drin liegt und schreit. Das funktioniert nicht. Deswegen, das glaub ich, ja. Vorbereitung ist da wirklich das A und O. Und Menschen, die sagen, ich brauche keine Vorbereitung, auch geil. Die sagen, ich mache das ganz locker, ich gehe da locker ran, mir ist das alles scheißegal, ich kriege das schon hin. Auch gut, aber viele brauchen ja einen Fahrplan. Und dann ist der Fahrplan definitiv, fang frühzeitig an. Du hast eine lange, schöne Schwangerschaft, du hast lange Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, genießt es und es macht auch Bock. Das macht auch Bock, die Sachen anzugehen, die Sachen umzugestalten. Das ist ja etwas Schönes und dann sollte man das auch so tun. Das heißt, wir haben jetzt so ganz grob skizziert solche Dinge wie räumliche Gegebenheiten. Möchte ich, dass mein Hund da in diesen Raum reingeht? Ja. Gehört er nach wie vor ins Bett, wenn es in der Vergangenheit so war? Fange ich dann an, das vielleicht im 2. Monat direkt umzustellen oder warte ich bis ganz kurz vor Schluss? Haben wir eben auch beantwortet. Nee, lieber halt früher rangehen. Und dann so diese Alltagssituationen, die dann gegebenenfalls anders sein werden, wenn mal ein Kind, ein Kinderwagen dabei sein wird, man es vielleicht auch vorne hier irgendwie in so einem Teil drin hängen hat. Ja, ich habe ja immer die Trage, das ist auch immer was anderes, ja. Also wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, wenn ich manchmal meinen Hund korrigiere, dann mache ich das schon, indem ich ihn mit der Hand manchmal so vor die Brust lang. So, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte irgendwie noch ein Kind, dann muss ich aufpassen. Ja. So, ich bin ja anders in meiner Bewegung. Total, ne? Bist ganz total eingeschränkt. Und wenn ich zum Beispiel mal beherzt meinen Hund beschränken möchte, und ich muss aber dabei irgendwie Angst haben, dass mein Kind vielleicht vor dir rausfällt. Das sind ja solche Dinge, die muss man sich Gedanken machen. Absolut. Weil wenn ich dann hingehe und ich merke in der Situation, oh, ich muss vielleicht mit meinem Hund was ausdiskutieren, bin dann aber so überfordert mit der Situation, weil ich merke, oh Gott, dann, was mache ich denn jetzt hier? Bin ich dann halbherzig, ziehe es dann durch, bin ich dann konsequent oder habe ich vielleicht einen Hund, der möglicherweise häufig Dinge hinterfragt und mir dann sagt, schau mal ganz kurz, irgendwas ist hier anders und du meinst es nicht ernst. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich, wenn ich meine Tochter an mir habe, also wenn ich sie in der Babytrage habe und ich alleine unterwegs bin mit Baby und 2 Hunden, dann ist die Keila an der Schleppleine. Da mache ich auch gar kein Fest drum, da erzähle ich auch gar keinen Bullshit. Die bleibt an der Leine, weil die einen massiven Jagdtrieb hat und ein Hund ist, wo man einfach wirklich hingucken muss, da muss man sich konzentrieren und das kann ich nicht. Ich kann nicht, wenn die Kleine an mir klebt und gerade am Quaken ist und gerade Aufmerksamkeit will, dann kann ich das nicht, dass ich 100% bei Keila bin. Und auch zum Thema Korrektur, wenn ich dann wirklich mal, wenn sie doch mal ins Feld springen will und doch eine Maus jagen will und ich will das nicht und ich muss dann doch mal hinterher, dann habe ich keine Möglichkeit, weil die ist ja, Hunde sind nicht blöd. Die merkt ja, ja, die bewegt sich anders, die läuft langsamer, die kann sich nicht so frei bewegen. Deswegen ist sie an der Schleppleine, das tut dem Hund überhaupt gar keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Aber sie weiß, dass ich verbindlich bin und bleibe vor allen Dingen. Und das ist super. Hat ja auch viel mit deiner inneren Überzeugung und Einstellung zu tun. Mhm. Wenn du dich selbst in Zweifel stellst, weil du denkst, oh Gott, eigentlich müsste ich gleich mal, aber irgendwie geht's nicht. Ja, wie überzeugend ist deine Ansage? Null. So gar nicht. Und gerade bei einem Hund, der doch gerne mal hinterfragt, hast du dann halt ein Thema. Eine Frage, die es mir gerade in dem Zusammenhang noch gestellt hat. Am Anfang haben die Hunde das schon gemerkt. Das heißt, da waren Verhaltensveränderungen zu erkennen. Ja. Dann schreitet die Schwangerschaft fort. Es ist dann irgendwann so, dass es auch wirklich jeder Mensch mitbekommt, dass du schwanger bist, weil halt da einfach was ist. Ja. Ist das so, dass die Hunde sich dann gravierender verändern, wenn das im fortschreitenden Verlauf von der Schwangerschaft ist? Mhm. Oder bleibt das quasi mehr oder weniger gleich? Na, es gibt schon Hunde, die sich deutlicher, noch deutlicher verändern werden. Es hat damit was zu tun, wie fit bist du, wo ist letzten Endes dein persönliches Level? Wie bewegst du dich? Bist du noch viel unterwegs? Wie ist deine psychische Verfassung? Das sind alles Dinge, die definitiv eine große, große Rolle spielen. Und es gibt Hunde, die verändern sich massiv noch am Ende der Schwangerschaft. Das war bei mir so nicht der Fall. Meine Hunde haben einfach dann beide angefangen, mehr Kontakt wieder zu suchen. Also gerade auch Keila wollte ganz viel Körperkontakt, ganz in der Nähe vom Bauch liegen, aber nicht so offensiv, sondern sehr, sehr, sehr vorsichtig, sehr demütig. Also wirklich ein unfassbar schön angepasstes Verhalten. Und das habe ich dann auch zugelassen und das war auch vollkommen fein. Also es ist auch wieder, das kann man nicht pauschal beantworten, man muss da einen Blick für haben. Also man muss auch auf sein Bauchgefühl hören. Ganz klar, egal welche Schwangere das dann betrifft mit einem Hund, hör auf dein Bauchgefühl, ob das, was dein Hund gerade zeigt, für dich gut ist, ja oder nein. Und wenn es nicht gut ist, dann musst du agieren. Kein Sinn, dass ich mich jetzt mit dem nächsten Thema, das ich anschneide, ein bisschen unbeliebt mache, aber ich war noch nie in irgendeiner Form mal ernst zu dem so einem Schwangerschaftsprozess mit drin, weil jetzt bei mir in der Familie jemand das gehabt hätte, wo ich länger dabei war oder aus dem Freundeskreis. Ich hatte das noch nie. Ja. Von dem, was man so als sehr naiv, uninformierter Mensch in dem Kontext mitbekommt, ist es so, dass da emotional viel in den Menschen passiert, dass vielleicht auch mal so ein bisschen psychisch labil möglicherweise hier und da Veränderungen auftreten etc. Und wenn ich so aus der Perspektive vom grundsätzlichen Zusammenleben mit dem Hund darüber nachdenke, dann stellt sich mir die Frage,
tue ich mir selbst nicht einen Riesengefallen, wenn ich mir vielleicht so ein fixes Regelwerk definiere und setze und mir das irgendwo hinklatsche, wo ich es nicht übersehen kann? Weil wenn ich vielleicht als Frau heute dann Klischee, Heißhunger habe, morgen super emotional bin, übermorgen alles hinterfrage, den Tag drauf wieder total glücklich mit der Situation bin, das ist ja ein total wackeliges Konstrukt für den Hund, das zu verstehen. Ja. Und die sind ja wahrscheinlich dann auch hier und da überfordert, wenn es darum geht zu verstehen, okay, was will mein Mensch, der ist heute ganz anders als gestern. Tue ich mir da nicht einen Riesengefallen, wenn ich mir selbst versuche, einen Leitfaden zu definieren, vielleicht auch mal mit dem Hundetrainer, Hundetrainerin durchspreche, was könnte sinnvoll sein, vielleicht auch mal regelmäßige Check-ins machen, wie verhalten sich die Hunde, nicht nur meinen subjektiven Eindruck, sondern vielleicht auch mal einen objektiven von außen, wenn ich das angucken kommt und dann einfach sage, okay, Kind kommt dann und dann, was hatten wir vorher gesagt, wollen wir etablieren, wollen wir das so beibehalten und dann habe ich das hier und da und überall und selbst wenn ich übermüdet in der Nacht aufstehe oder vielleicht total traurig bin oder vielleicht total glücklich bin, dann halte ich mich da dran, damit mein Hund nicht jeden Tag sich auf irgendwas anderes einstellen muss. Das ist voll die witzige Frage, also wirklich, weil ich habe mich durch meine Trainerkollegin begleiten lassen am Ende der Schwangerschaft und am Anfang der Entbindung tatsächlich. Wir haben überhaupt nicht drüber geredet. Nein, wir haben gar nicht drüber gesprochen, deswegen kein witzig, Wort drüber verloren. Weil ich halt, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, aber ich habe gemerkt, dass ich hormonell und durch meine Umstellung des Körpers in der Vorbereitung Mutter zu werden, dass ich mich verändert habe. Hm. Und ich habe gemerkt, dass es Hunde wie Monty gibt, der ist charakterlich ein sehr souveräner und sehr sicherer Hund, der kann das kompensieren. Die Kyla ist aber ein sehr unsouveräner und unsicherer Hund und die kann das gar nicht kompensieren. Die hat gar keinen Pufferbereich. Das bedeutet, ich brauche nur ein Müh anders sein am nächsten Tag als heute, dann bricht für sie schon fast eine Welt zusammen. Mhm. Und das habe ich gemerkt und habe dann gesagt, so, ich habe natürlich, weil ich ein Strucki bin, meine Abläufe, ich weiß, was wichtig ist für die Hunde und so weiter, aber im Doing, in eigenen Stresssituationen draußen, wenn ich hochschwanger mit den Hunden Gassi gehe, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr mich reflektieren kann, dass ich wie in so einer Bubble bin und nicht mehr weiß, was passiert da gerade. Ja. Und da habe ich den Blick von außen gebraucht. Und dann habe ich meine sehr geschätzte Kollegin, die Tiffany, habe ich dann kontaktiert und mit ihr habe ich dann auch am Ende der Schwangerschaft sehr intensiv gearbeitet, weil sie sehr, sehr wohlwollend mir gegenüber ist, aber sehr ehrlich und auch gesagt hat, das ist scheiße, mach das mal anders oder du siehst da gerade etwas nicht oder das ist super, bleib dabei. Und sie hat mich jetzt auch die letzten Monate noch weiter begleitet, weil man darf das auch nicht unterschätzen. Man stellt sich ja wieder um. Also das Baby ist dann da, ja, du hast das Wochenbett, ja, aber du hast einen großen Entwicklungsprozess im Doing. Du hast Schlafmangel, du hast einen komplett anderen Lifestyle auf einmal. Das ändert sich, da änderst du dich als Mensch, ergo, wenn du so einen Hund wie Kyla hast, hast du weiterhin Prozesse, die intern laufen. Und da brauchte ich den Blick von außen, weil ich halt nicht unfair werden will und weil ich wissen will, was wirklich Phase ist. Und ab dem Zeitpunkt, auch als Hundehalter, wo ich nicht mehr in der Lage bin, mich wirklich zu reflektieren, ist ein Blick von außen Gold wert. Und ich glaube, das ist ein sehr unterschätztes Thema, weil ich versuche schon bei mir immer mal wieder die Leute dafür zu sensibilisieren, wie Tagesformschwankungen beim Menschen relevante Implikationen für den Umgang mit dem Hund, das Verhalten vom Hund und so weiter haben. Wenn ich ausgeschlafen bin, fällt es mir viel einfacher, mal was zu belächeln, wenn mein Hund vielleicht mal was nicht gut macht, obwohl ich der Meinung bin, ich war deutlich in der Kommunikation. Andererseits, wenn ich übermüdet und gereizt bin, hast du ja gar keine Reserven mehr. So, und jetzt stelle ich mir mal vor, ich habe nicht nur die eine Variable Schlafzeit, Qualität, Schlafmangel, wie auch immer, sondern möglicherweise halt noch ein anderes Lebewesen, was auch tagesformabhängig ist, dann noch ein Lebenspartner, was auch noch möglicherweise tagesformabhängig ist, dann diese ganzen Wechselwirkungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, macht es wahrscheinlich unglaublich viel Sinn, so viel Struktur wie möglich dem Hund irgendwie zu geben und sich selbst auch sprichwörtlich so ein bisschen an den Eiern zu packen, dass man da nicht die ganze Zeit hin und her schwankt. Ja, es gibt wie gesagt Hunde, die brauchen es nicht. Die können es komplett abpuffern, kompensieren. Das ist alles scheißegal. Ich habe halt zwei ganz krasse Extreme zu Hause. Hm. Aber es gibt Hunde, die brauchen das. Und vor allen Dingen gibt es auch viele Menschen, die brauchen das. Gerade in einem neuen Leben, in dem du dich zurechtfinden musst, hilft das total oft, so eine, ich sag mal, To-Do-Liste zu haben, so einen Fahrplan zu haben, in dem ich mich bewege, auf jeden Fall. Ich glaube, das passt auch in den Zeitgeist vom Mindset von vielen Leuten in der heutigen Gesellschaft, weil was ich bedauerlicherweise immer wieder feststellen muss, ist, dass den Leuten aberzogen wird, so ein bisschen auf ihr Bauchgefühl zu hören, gerade auch im Umgang mit Hunden. Zu 100%, ja, leider ja. Weil wir haben dann halt gewisse Philosophien im Rahmen der Hundehaltererziehung, des Trainings, im Umgang mit den Tieren. Und die Leute kriegen dann beigebracht, dass sie
Dinge auf gewisse Art und Weisen zu tun haben. Mhm. Beispiel, Hund baut Mist, ich bin frustriert drüber, ich darf dem Hund das nicht erklären, sondern soll das irgendwie aussitzen und dabei geduldig und ruhig bleiben oder sowas. Das ist jetzt nur ein sehr plakatives Beispiel. Aber wenn den Leuten schon aktiv aberzogen wird, einfach mal auf ihr Gefühl zu hören und das zu tun, was sich richtig anfühlt, die werden ja immer mehr dahin konditioniert, also die Menschen, sich an irgendwelche Fahrpläne, an irgendwelche Schemata zu halten. Und ich glaube, gerade deswegen könnte es sein, dass viele Leute das immer mehr brauchen, weil die einfach unselbstständig, zwangsläufig, leider muss man sagen, geworden sind. Ja, das ist auch ein Thema, was ich ja bei mir auch im Hundetraining oder auch auf dem Kanal halt viel begutachte, dass das wirklich krass zusammenhängt. Hundetraining versus Mensch, das hängt eins, das ist eins zu eins, das hängt komplett zusammen. Und die Gesellschaft ist ja schon so dahin, dass es uncool ist, wenn du deinen eigenen Kopf hast. Du bist nicht Schema F, du machst dein eigenes Ding, du hast eine andere Einstellung als andere. Jetzt mal ganz ehrlich, wir labern immer alle von Toleranz und Offenheit und so weiter, aber wer ist denn wirklich tolerant und offen und akzeptiert andere Meinungen? So, wer? So, jetzt mal ehrlich, und das ist ein Riesenproblem, dass wenn der eine das so macht und der andere so, dann ist es nicht so, ja okay, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, sondern das kannst du aber nicht, weil, oder wenn Leute auch Nein sagen, wenn die sagen, ich möchte das nicht, dann ist es direkt so aneckend. Und auch jetzt wieder auf das Thema bezogen mit Kind und Hund, man muss das so krass wieder lernen, und auch ich habe das zwischendurch gemerkt, dass ich so in diese Richtung ging, ah, lieber nicht auffallen. So, das ist mir mittlerweile, das ist mir scheißegal, dann sollen mich Leute hassen, dann sollen mich Leute geil finden, dann sollen die Leute mich ignorieren, das ist mir egal, ich weiß, wer ich bin, und das ist halt etwas, da müssen die Leute wieder hinfinden und auch gerade Hundebesitzer hinfinden, dass man nicht davon sich beeinflussen lässt, was die Tante Emma nebenan sagt. Beispiel, du hast zwei Hunde, so wie ich bin schwanger, weißt du, dass ich mir teilweise anhören musste, oh, das ist aber ein bisschen asozial, gell? Warum? Zwei Hunde, ah, du hast zwei Hunde und dann auf einmal ein Kind. Ich denke, was für asozial sowas ist. Für wen ist es asozial? Für andere Menschen, weil das nicht in ihr Sinnbild passt. Ein Hund zu haben, ist ja schon für manche Menschen aber grenzwertig. Aber in welchem Kontext, dass du den Hunden dann nicht gerecht werden könntest? Ja, oder? Das weiß ich nicht, wie bei den Flodders. Wenn man zwei Hunde hat, das ist ja schon unhygienisch und dann noch ein Kind. Oh Gott. Ja, ach komm. Also wirklich, wo ich dachte, so diese Gedankengänge hätte ich nie gehabt. Und wenn ich eine Frau mit fünf Hunden sehe und einem Kind oder eine Frau mit drei Hunden, mit drei Kindern und einem Hund, so lass die Leute doch machen. Und das ist halt das, was ich echt nochmal echt so klar machen möchte. Macht euer eigenes Ding, findet euren, also dass die Menschen ihren eigenen Weg finden, und dann werden sie glücklich. Und dann werden sie auch ihr Leben leben können mit dem Hund. Ich glaube, je komplizierter die Situation wird, umso wichtiger ist, dass man in der Lage ist, auf sein Gefühl zu hören. Weil Schemata, Methoden und so weiter kannst du alles bis zu einem gewissen Punkt versuchen aufzustellen, damit das Fall XYZ abdeckt. Aber je komplexer die Situation wird, umso schwieriger wird es, ein standardisiertes System darauf anzuwenden. Ja, absolut. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, da auch die Verhältnismäßigkeit zu finden. Also ja, klar, sich gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Wenn ich nicht will, dass mein Hund auf diesen Teppich geht, dann darf das nicht nur Montag und Dienstag so sein, sondern dann soll das die ganze Woche so sein. Außer ich selektiere halt gezielt dazwischen und erlaube es ihm dann oder halt nicht. Aber ne, so von der Grundidee erstmal. Aber hingegen muss man trotzdem halt gucken, dass man einfach diese Anpassungsfähigkeit nicht verliert, weil man einfach dieses Gefühl halt haben sollte. Bauchgefühl, absolut. Auch zum Thema mit der Zusammenführung Kind-Hund, Bauchgefühl. Also klar, es gibt so Sachen, die gehen gar nicht, wie man es auch immer wieder auf Social Media sieht, diese Videos, das Kind wird präsentiert wie eine Ressource und ha, hier, guck mal. Das ist das wie beim Lion King so. Ja, genau. Ja, genau. Nee, ist ganz katastrophal. Überhaupt, also das ist natürlich nicht, aber so die Zusammenführung selber, wann darf der Hund wirklich mal Richtung Kind schnuppern? Wann darf er in die Nähe? Wann ist da so die Nähe auch gewünscht? Das ist eine Sache, die super individuell ist und jede Mama eigentlich auch spürt. Also eine Mama, die in der Lage ist, auf ihr Bauchgefühl zu hören und jetzt nicht gerade in einer schwierigen Situation, weil sie eine ganz schlimme Geburt hatte und gerade komplett in den Seilen hängt, da braucht die definitiv auch Hilfe von ihrer Familie. Aber gehen wir mal von einer Frau aus, die sich gerade gut fühlt. Die wird ein Bauchgefühl dafür haben, was das Richtige ist. Ich würde hier nur eine Sache noch ergänzen wollen. Mhm. Viele Leute haben ja wirklich gar keine Ahnung von Hunden, Ausdrucksverhalten, Körpersprache und so weiter. Die hören dann sicherlich auch irgendwie auf ihr Bauchgefühl und die sagen, ja, das passt schon irgendwie, weil da passiert ja jetzt nichts Blödes. Ja, wenn aber möglicherweise der Hund halt deutliche Anzeichen von einer Überforderung oder Hilfegesuche und so weiter aussendet und da kommt dann nichts bei den Besitzern an. Ja. Ich sag's deswegen so deutlich, weil ich von einem Influencer-Pärchen immer wieder Stories zugeschickt bekomme, wo die einfach die Kinder mit den Hunden spielen lassen. Und das ist auch irgendwie vertretbar, weil man halt den Hunden ansieht, ja, die sind zwar hier und da überfordert, aber die lösen das dann intelligent, die gehen dann einfach meidend aus der Situation raus und wenn das Kind dem dann hinterher dackelt, dann macht der Hund das schon clever so, dass er aber in Ruhe gelassen wird. Aber wo ich mir halt denke, die Besitzer sind null dafür sensibilisiert. Und
Schwierig. Wäre das jetzt ein anderer Hund, der dann halt beim zweiten, dritten Mal, ich gehe dir aus dem Weg, irgendwann halt sagt, sag mal, bist du bescheuert, Kind? Ich schnapp dich jetzt ab. Genau. Verpiss dich. Und das finde ich halt dann schade. Also ich glaube, da kann es auch nochmal sinnvoll sein, so den Hinweis zu geben, dass man halt so diese rudimentären Merkmale von Ausdrucksverhalten sich vielleicht mal aneignen sollte. Absolut. Also 100% perfekte Ergänzung, weil ich bin natürlich jetzt wieder in meinem Kopf davon ausgegangen, dass man den Hund versteht. Das ist ja für mich eh, also dass man weiß, was habe ich für einen Hund, was sendet der Hund für Signale, dass ich die Sprache meines Hundes wirklich verstehe. Hm. Davon bin ich ausgegangen. Aber ja, man sieht ja genug Videos, wo mir der Atem wegbleibt, wo ich denke, boah, der packt gleich zu, der Hund. Weil die Leute es nicht raffen und sagen, oh, guck mal, wie süß, oh, guck mal, die. Und schwierig. Wie häufig gibt es irgendwelche Influencer, die dann mal eben so irgendwie einen Hund sich holen und dann ist er mal eben so wieder weg? Da gibt es ja auch relativ bekannte Ex-Frau, Freundinnen von namenswerten Fußballspielern, sage ich jetzt mal, die dann auch irgendwie Hunde austauschen wie Leasingwagen so ungefähr alle 6 Monate. Schwierig. Das ist aber dann halt nochmal ein Thema, was auf einer ganz anderen Ebene problematisch ist. Ja, weil da einfach eine ganz andere, wir beide haben da eine ganz andere Einstellung zu. Für uns sind unsere Hunde und gehören zu uns dazu. Und manche holen halt einen Hund nicht als Lebewesen, weil man Bock hat, das Leben mit einem Hund zu leben, sondern als Accessoire beispielsweise oder als Spielzeug der Kinder. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass ein Hund geholt wird, damit die Kinder bespaßt werden? The fuck, Alter, das ist der falscheste Weg, den es gibt. Ich glaube, es ist aber ein ganz guter Punkt so für die chronologische Überleitung zu dem Zeitpunkt, wo das Kind dann physikalisch vorhanden auf dieser Welt ist und nicht mehr in dir drin. Ja. Also wir haben jetzt ja quasi relativ viel darüber gesprochen, was kann man vorher machen, wofür sollte man sensibilisiert sein und so weiter, was sollte ich vielleicht schon üben. Es war aber jetzt alles ja noch in einem Kontext, wo das Kind quasi zu dir gehört hat. Ja. So, jetzt ist es irgendwann auf der Welt. Es ist da. Du bist im Krankenhaus, dann bist du irgendwann nicht mehr im Krankenhaus, du kommst nach Hause. Dann sind da Hunde und plötzlich ist da ein neues Lebewesen. Was nun? Auf meinem Profil zum Beispiel sind so Story-Highlights, die heißen Neues Leben. Da habe ich zum Beispiel während der Schwangerschaft auch Stories gespeichert, dass da auch drin ist, sodass ich die Leute mitgenommen habe, was die machen können und so weiter. Dass falls irgendjemand ein bisschen Inspo braucht oder irgendwie so ein bisschen hängt und ich weiß wie. Da sind die Story-Highlights, Neues Leben, da ist halt schon recht viel drin, auch während der Schwangerschaft, dass ich da wirklich die Leute mitgenommen habe. Ja. Dann habe ich auch ein paar Reels zum Thema Kinderwagen. Wie gewöhne ich den Hund an den Kinderwagen? Erstes Kennenlernen, wie lerne ich am besten das erste Mal Kind-Hund kennen, also das Thema Physisches. Wie gehe ich das halt an? Was ist da auch zu finden? Okay, das heißt auf jeden Fall auf deinem Insta, was wir definitiv auch zumindest auf dem YouTube-Video hiervon verlinken werden. Ansonsten einfach bei Neckerhunde auf Instagram gucken. Wir werden trotzdem auch Leute sehen, die gar kein Insta haben. Mhm. Das heißt, vielleicht können wir das mal so ein bisschen plakativ exemplarisch durchgehen. Ne? Also du Krankenhaus, wahrscheinlich, ich gehe davon aus, du hast dein Kind nicht zu Hause bekommen. Ja, nee, ich war im Krankenhaus. Genau. So, ab nach Hause, Mensch plus jetzt noch Kind, 2 Hunde. Ja. Hunde stehen da wie Pik 7, was ist das für ein Ding, was machen wir damit? Genau, das haben wir nicht gemacht. Das bitte, bitte, bitte nicht so machen, dass man das wirklich, wie gesagt, wie eine Ressource präsentiert und sagt, ah, guck mal, was wir hier haben, hier ist unser neues Familienmitglied. Machen ja auch gerne Leute, die einen Welpen mit nach Hause schleppen, dass der Welpe auf einmal einfach in die Wohnung gesetzt wird und gesagt wird, so, hier bist du. Nee, auch das nicht. Wir haben es so gemacht, dass die Hunde bei meiner Schwester waren, als wir im Krankenhaus waren, weil wir da auch 2 Tage waren. Ich war bereits in der Wohnung mit dem Baby. Das Baby lag bereits im Laufstall. Und ich habe dann die Hunde mit aus dem Auto rausgeholt. Und da muss man aber zu sagen, ich lege eh einen sehr großen Wert immer schon drauf, dass zu Hause Ruhe herrscht. Ja, die dürfen mal ein bisschen miteinander auch ein bisschen zocken. Aber der Grundgedanke ist, es ist Ruhe zu Hause. Zu Hause ist eine ruhige Energie. Ich habe eh klare Regeln, dass nicht auf der Couch rumgesprungen wird und so weiter. So. Ich habe die Hunde geholt, bin mit denen in Ruhe in die Wohnung gegangen. Und die haben ja an mir schon gerochen, dass irgendwas ganz anders ist. Ich habe ja total nach Verletzung gerochen, logischerweise, weil eine Geburt ist halt nun mal kein Zuckerschlecken. Und das haben die schon gerochen und gemerkt, irgendwas ist nicht richtig. Da habe ich mir die Zeit erstmal mit den Hunden genommen. Also ich habe da nicht direkt rein, raus, sondern habe wirklich erstmal die in Ruhe an mir schnuppern lassen. Habe die Energie abgewartet, bis die sich wieder runtergefahren haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und bin dann erst in die Wohnung rein, wo man wieder gemerkt hat, okay, die haben sich gefangen, die haben mich wahrgenommen. Und wir sind in aller Ruhe ins Wohnzimmer. Und dann haben die ja auch gerochen, dass irgendwas ist. Und dann sind die auch Richtung Laufstall gegangen und direkt so, ne? Also so, oh, was ist da? Und dann habe ich gesagt, ah. Also einfach ganz smart, einfach lass das bitte. Und dann beide so, ja, okay, wir lassen es. Haben Abstand gehalten und erstmal aus der Distanz die Gerüche wahrgenommen. Und das war es dann auch erstmal schon. Also die haben den Geruch wahrgenommen. Das Wichtige ist, ich als Sozialpartner war immer noch zuverlässig und verbindlich wie vorher. Also ich war direkt bei denen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass ich nicht den Kontakt zu mir verboten habe, sondern hey, ich bin da. Aber das Baby, das lässt du erstmal in Ruhe. Das heißt, wir haben jetzt 3 Sachen, auf die ich ganz gerne ein bisschen eingehen würde. Ja. A, erstmal waren deine Hunde nicht zu Hause.
zu dem Zeitpunkt, wo das Baby dann zu Hause eingezogen ist, sondern die Hunde waren bei der Schwester, wenn ich es richtig verstanden habe. Dass wir erstmal in Ruhe zu Hause ankommen konnten. Genau, erstmal Baby da, Kind da, etablieren, gucken, dass das alles passt, dann Hunde rein und dann auch nicht ein Riesen, so und jetzt guckt euch das mal an, sondern ähnlich von der Analogie, wie als mein Hund zum Beispiel auf dem Körbchen gelegen hat, als du reinkamst. Ja, so, du bist reingekommen, mein Hund hat geguckt, wollte zwar zu dir hin, ich habe gesagt, nein, du darfst nicht. Ja. Und Thema ist erstmal gegessen. Arme, Epi. Ja, aber das ist halt nicht so eine riesige Wichtigkeit erstmal bekommen. Du bist halt da, so, aber es interessiert uns nicht. Und das Dritte, was du gesagt hast, nach wie vor für die Hunde da sein. Ja, ganz wichtig. War auch eine Frage, die relativ häufig kam. Was macht es mit dem Hund, wenn er weniger Aufmerksamkeit bekommt? Es gibt da auch wieder Hundetypen, die können das kompensieren, denen ist das egal, weil die vielleicht eh Eigenbrötler sind und ja, das interessiert die nicht, die sind der Situation erhaben. Es gibt aber auch Hunde, die kriegen eine Sinnkrise. Es gibt Hunde, die belastet das emotional, wenn sie auf einmal nicht mehr die gleiche Rolle spielen wie vorher, weniger Aufmerksamkeit bekommen, weniger Streicheleinheiten, ferngehalten werden. Das ist nicht nur immer dieses, ja, halt den Hund fern fürs Kindeswohl. Nee, du musst auch ganz genau hingucken, was macht das mit dem Hund. Weil das ist etwas, für den Hund ändert sich das Leben ebenfalls. Und da muss man schon, das muss man sich bewusst sein, das ist am Anfang anstrengend, wenn du frisch gewordene Mama bist und du willst allen gerecht werden. Da kippst du schon so ein bisschen hinten über, wenn du halt gucken willst, dass es allen gut geht. Aber ich persönlich finde, das ist halt enorm wichtig. Das ist meine Verantwortung. Meine Hunde waren vorher da und ich möchte, dass wir eine Familie werden. Und dafür, damit wir eine Familie werden, gibt es Regeln. Auch jetzt mal ein blödes Beispiel, aber Kinder auch untereinander haben auch ihre Regeln. Die dürfen sich auch nicht gegenseitig die Fresse hauen. Ja, oder Hunde untereinander dürfen sich auch nicht gegenseitig die Fresse hauen. Und genau so musst du halt etablieren, dass auch am Anfang Kind und Hund oder gerade Baby und Hund, der Hund ist nicht verantwortlich, der hat nichts zu piepsen. Du musst nicht das Kind komplett beschnüffeln, weil die Hunde haben so eine gute Nase, was viele vergessen. Der Hund riecht das Kind doch schon, bevor er überhaupt das Kind sieht. Hm. Und weiß dann schon, okay, irgendwas ist hier Phase. Und ja, deswegen muss man da ganz klar drauf achten. Okay, das heißt, die Hunde sind dann zu Hause zurück eingekehrt, durften erstmal nicht unmittelbar ans Kind dran. Hat sich das irgendwann geändert? Ja, das hat sich geändert. Wie lange hat das gedauert und von welchen Faktoren hast du abhängig gemacht, dass der Hund jetzt mal mit seiner Nase an die Nase vom Kind dran darf? Gar nicht. Das durften die noch nie, um Himmels Willen. Ah, hast du extra gesagt, oder? Hör mal. Nee, das gibt's nicht. Boah, nee, da krieg ich... Nein, also... mal gucken, ob dafür ein Shitstorm kommt. Meine Hunde durften bis jetzt nicht ein einziges Mal im Gesicht meines Kindes irgendwas suchen, was sie will. Nein, einfach nein. Ja. Das hat erstmal gar nicht diesen ersten Faktor, dass ich sage, meine Hunde sind unberechenbar, die beißen dem Kind das Gesicht weg. Aber warum? Was für einen Mehrwert soll denn der Hund haben, dass er direkt im Gesicht meines Babys klebt? Also bei aller Liebe, aber ich will auch nicht, dass meine Hunde mir in meinem Gesicht kleben mit der Nase und so. So sorry, ich will das nicht. Ich will das nicht, das kommt der Dialekt durch. Ich möchte das nicht. Ja. Was sie aber durften, um die Frage auch zu beantworten, je ruhiger die Energie, desto mehr durften sie. So, das ist halt dann auch ein Lernprozess, dass die Hunde checken, ah, okay. Ich möchte ja schon gucken, wer ist das? Und ich will natürlich schon gucken, wer unser neues Familienmitglied ist. Dafür muss ich aber mich ruhig verhalten. So, dann zeigen die Hunde ja auch aktive Demut, dass sie, dieses Wort Demut, oh mein Gott, ganz böse wieder. Aber sie zeigen sich ja angepasst und sie zeigen, hey, ich möchte gerne und reißen sich ja dementsprechend auch am Riemen. Und wenn das der Fall ist, dann dürfen sie natürlich auch nahe kommen. Sie durften auch die Füße beschnuppern. Ja, die Keiler fanden es auch mal ganz nett, das Füßle mal ein bisschen anzulecken. So, oh, wer ist denn das? Ja, also mal so kurz tasting, wie das Baby schmeckt. Ja. Sowas ist dann für mich in Ordnung gewesen. Und auch die Nähe, also die Nähe, dass wir wirklich dann auch zusammen auf der Couch liegen. Jetzt natürlich nicht, dass ich hier liege. Hier liegt das Baby und direkt daneben der Hund. Das ist auch zu gefährlich, wenn der Hund aufspringt. Das Verletzungsrisiko für das Kind, das muss noch nicht mal immer sein, dass der Hund aktiv gegen das Kind geht, aber das Verletzungsrisiko von so einem Baby ist enorm und auch von einem Kleinkind ist einfach groß. Und allein deswegen sollte man so ein bisschen aufpassen, wie da so die Gegebenheiten sind. Wenn ich mir alleine vorstelle, manchmal liegt mein Hund so, wie er jetzt da liegt, der pennt, plötzlich juckt ihn irgendwas. Und dann patzt! Und dann macht er so und fängt dann dabei an, sich irgendwie da irgendwie dran rumzuschaffen und zu machen. Allein schon, wenn so eine Schädelplatte von so einem Hund mal so ein Kind tackelt. Ja, guck dir doch mal die riesen Krallen von da an. Jetzt stell mal vor, meine Tochter wird hier liegen, weil ich sage, ah, die Abby ist doch cool. Und auf einmal dreht die sich oder springt auf und so eine Kralle erwischt so ein Baby. Ja, irgendwie, es juckt sie irgendwas, sie kratzt sich auf einmal und dann bam. Ja, geht gar nicht. Also das ist etwas, das sieht man auch immer wieder mal gerne bei Videos, dass ein Kind mit einem Hund auf der Couch liegt und auf einmal passiert irgendwas. Das Kind lehnt sich an den Hund an, der Hund springt auf und das Kind fällt. Ja. Nein, einfach nein, das ist einfach zu gefährlich. Das heißt, wir sind von dem Punkt, wo am Anfang die Hunde nur riechen durften, irgendwann auch mal zu einer physischen Kontaktaufnahme gekommen. Absolut. Hund darf riechen, Hund darf mal die Füße anlecken. Ja, wenn es sein muss, Ist da quasi so
das Letzte ausgereizt? Oder ist das auch so, dass die mal miteinander quasi kuschelnd irgendwo liegen? Weil du hast eben schon so gesagt, das ist potenziell eigentlich zu gefährlich, macht keinen Sinn. Andersrum, welchen Sinn soll das dann für den Hund haben? Ist es nicht schön, wenn die sich dann so intim kennenlernen und schweißt ihr das nicht zusammen und gibt es dann nicht eine total tolle Bindung zwischen dem Kind und dem Hund? Auf jeden Fall nicht, nein. Na, boah. Ja, das ist gut, das ist wahrscheinlich oft der Gedanke, man für einen selber, dass man es süß findet, aber der Hund hat gar keinen Mehrwert davon, gar keinen. So, es geht darum, wir reden hier von einem Baby, einem Säugling. Mal aus der Hundesicht, gerade auch Hunde in einer Hundegruppe, wenn da wirklich Welpen kommen, die haben ja auch nicht von Anfang an mit den blinden, tauben, kleinen Geschöpfen Kontakt, die da liegen. Nein, ab der dritten Woche circa, wenn die dann schon selber auch laufen können und so weiter, fangen die Kontaktaufnahmen in der Hundegruppe an. So, und jetzt bei einem Baby, wird ja quasi unreif geboren. Ein Baby kann nichts, wenn es auf die Welt kommt. Das hat damit zu tun, dass wenn ein Baby im Bauch bleiben würde, bis es was kann, bis zum ersten Lebensjahr, wäre es nicht mehr gebärfähig. Also die Frau wird platzen. So. Ja. Und das hat damit auch was zu tun, dass man das ein bisschen vergisst, dass ein Baby, ein Menschenbaby, nichts kann. Nichts. Und der Hund hat keinen Mehrwert davon. Keinen. Das Baby gibt ihm ja auch kein Feedback. Das ist ja auch etwas, Thema Sozialkomponente. Ich gebe meinem Hund ein Feedback. Ich kann mit meinem Hund kuscheln. Ich kann ihm Liebe und wohlwollendes Verhalten geben. Das kann ein Baby gar nicht. Ja. Gar nicht. Das können die meisten Erwachsenen ja noch nicht mehr. Ja, traurig. So sad. Aber der Hund hat keinen Mehrwert davon. Das ist ein Menschendenken, was wir haben. Ja. Und es ist auch vollkommen okay, wir liegen ja auch zusammen auf der Couch. Auch die Hunde liegen mit auf der Couch, die Kleine liegt bei uns dann mit. Aber immer so, dass die Hunde natürlich Kontakt haben. Auch Kyler lag schon an der Kleinen auch dran oder der Monty. Aber alles ganz wohl dosiert und auch mit dem Wissen, der Hund hat davon keinen Mehrwert. Er braucht Sozialkontakt, er braucht Liebe und Zuneigung, aber in allererster Linie von mir, weil ich bin seine Bezugsperson, nicht das Baby. Das heißt, mal angenommen, ich wäre jetzt ein Kind, dass mein Hund so an einem Kind dran liegt wie jetzt an mir, ist eigentlich nicht notwendig. Ja, es kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wovon reden wir hier? Reden wir von einem Säugling, der gerade mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr alt ist, oder reden wir von einem Kleinkind, von einem 4-5-jährigen Jungen, der auch mit dem Hund irgendwie auch in den Kontakt gehen kann? Dann ist das natürlich fein. Also natürlich immer darauf bezogen, weil immer diese Pauschalaussagen sind sehr, sehr schwierig, finde ich, bei Kind und Hund. Ja, es ist immer super schwierig. Immer schwierig, aber wenn man überall alles mit Konjunktiv volltackert, ja, dann kommt man halt auch nicht auf den Punkt. Auf gar keinen Fall. Also Fakt ist, ab einem gewissen Alter, wenn das Kind auch gecheckt hat, also ein Kind, was mit Hunden aufwächst und die Eltern sind gescheit, rafft das Kind auch sehr schnell, wie gehe ich mit meinem Sozialpartner Hund auch um. Und wenn bestimmte Spielregeln für beide Seiten klar sind, dann ist das vollkommen fein, wenn die beiden auch miteinander in den Kontakt gehen. Also so wie jetzt, was No-Go ist, ein absolutes No-Go, und es ist mir scheißegal und da bleibe ich dabei, auch wenn das ein 80 Kilo Herdenschutzhund ist und das liebste Tierchen ist, ein Kind hat nichts auf einem Hund zu suchen. Punkt. Da wird nicht drauf gelegen, da wird nicht drauf rumgekuschelt. Aber die macht doch nichts. Ja, die ist doch so lieb. Guck mal, aber wenn ich das jetzt ein Kind wäre, da würde doch auch nichts passieren. Ja, genau. Soll mal in die Augen reinfassen hier. Guck mal, mein Hund findet das scheiße, aber der toleriert es. Okay? Ja, man sieht es direkt am Blick so, boah, geh mich auf den Sack. So. Genau. Und das ist genau der Punkt. Nur weil sie nichts macht, heißt es noch lange nicht, dass sie davon was hat. Dass sie es mag. Viele Hunde lassen sie saumäßig viel über sich ergehen, weil sie wohlwollend sind. Aber es gibt auch Hunde, die würden sich eher aufopfern, als dass sie jemals gegen ein Kind gehen. Ja, sieht man auch genug Videos von. Aber jetzt ist die Frage, was will ich? Will ich, dass mein Hund ein Punching-Ball für mein Kind wird? Oder möchte ich, dass beide respektvoll behandelt werden? Weil Respekt ist keine Einbahnstraße. Und das ist halt eine Sache, wo man dann auch bedenken muss. Mein Hund lässt sich von mir wahrscheinlich alles gefallen. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich mach das. Ich glaube, das wird die nicht so geil finden. Sie würde dir aus dem Weg gehen, aber sie würde dir jetzt nicht erklären, das hast du nicht mit mir zu tun. Ja, guck mal, sie geht mir aus dem Weg, das ist ein gutes Ding. Ja. Was ist denn, wenn ich hinterher dacke? Also die würde, glaube ich, eher dackelst du den ganzen Tag hinterher, als dass sie dir irgendwann eine Ansage macht. Das ist nämlich, es gibt Hunde, die gehen aus dem Weg und das Kind dackelt hinterher. Ja. Und dann nehmen wir jetzt mal eine Raumecke, der Hund geht weg, der geht in eine Ecke und irgendwann ist aber eine Ecke da und das Kind ist immer noch da. Und was passiert da? Und jetzt hast du nicht so einen Hund wie meine, die nie in ihrem Leben irgendwas gegen einen Menschen in so einer Konstellation machen würde, sondern vielleicht irgendeine, der nach dem 17. Mal sagt, bist du eigentlich bescheuert? Ja. Verstehst du das nicht anders? Wie ist so eine tagesaktuelle Situation bei euch, Stand jetzt mit 6 Monaten, im gemeinschaftlichen Miteinander zwischen Hund und Kind? Was für Situationen ereignen sich da und wo
fällt dir auch spontan direkt ein, da gehe ich schon regelmäßig hin und sage, okay, Freunde der Nacht, bis hierhin und nicht weiter. Die Kleine, wenn ich sie zum Beispiel fertig gemacht habe, dann hat sie in ihrem Zimmer einen Spielteppich, dann lege ich sie kurz ab auf den Spielteppich, wo nichts passieren kann, gebe ihr ein Spielzeug und dann gehe ich mich mal eben kurz fertig machen. Bin mal eben 5 bis 10 Minuten weg, also in einem Raum weiter. Ich sehe sie und höre sie, aber ich bin mal kurz weg. Aber auch da würde ich die Hunde nicht unbeaufsichtigt zum Kind lassen. Also, dass ich jetzt sage, ja, okay, weil in meiner Nähe, in meiner Gegenwart, ist da gar nichts. Da ist nicht, wirklich nicht einmal eine Situation, wo ich sage, oh, auch nicht mit Kyla. Wenn die Kleine anfängt rumzustrampeln und zu hampeln und zu quietschen, was die ja für Geräusche machen können, die Babys, da ist nichts. Aber man darf nicht vergessen, das ist ein Tier und ich kann nicht in den Kopf des Hundes gucken, was er gerade denkt, fühlt und wie es ihm gerade geht. Und es muss ja nur sein, das Kind liegt da auf dem Boden und es, weiß ich nicht, und es gibt irgendeinen Grund, dass Kyla auf einmal auf oder einer der Hunde aufspringt und irgendwo hinrennen will oder so. Das sind so Dinge, die würde ich never ever so zulassen. Aber sonst im täglichen Doing, bin ich ehrlich, gibt es bei uns nichts, wo ich sage, oh Gott, um Himmels Willen, da muss ich genau da hingucken oder so. Weil ich aber auch wahrscheinlich immer genau hingucke. Und wenn es nur eine kleinste Kleinigkeit gibt, gehe ich da dran und sage, nee, wir sprechen da jetzt mal drüber. Du hast aber eben ein Wort gesagt, du hast gesagt, unbeaufsichtigt. Mhm. Das heißt, du lässt die nie unbeaufsichtigt? Auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar keinen Fall. Kann natürlich sein, dass es wieder, da kommen wieder ganz, habe ich auch schon erlebt, ganz viele Muttis und oh mein Gott und wie, ah, Unbeaufsicht, das ist so unrealistisch. Nein, das ist nicht unrealistisch. Es ist ein Stressfaktor für mich oder ein Managementfaktor für mich, dass ich mein Kind nicht mit den Hunden unbeaufsichtigt lasse. Noch nicht mal mit Monty. Und Monty ist ein Lamm wie sie mit Menschen. Der würde sich eher aufopfern, als das, was wäre. Hm. Ja? Aber das ist zu gefährlich. Wir reden jetzt aber auch hier von einem Baby. Wenn meine Kleine 4, 5 Jahre alt ist, ja, und ich weiß, sie sitzt da jetzt gerade und du weißt ja dann auch, okay, sie macht gerade ihr Ding, sie spielt gerade mit was und dann, dass ich mal eben kurz in die Küche gehe, mir ein Glas Wasser hole und zurückkomme, da muss man auch immer dann so die Relation sehen, ja, das sind schon Dinge, das kann man nicht pauschal verteufeln, dass man sagt, boah, niemals unbeaufsichtigt, aber in der Konstellation jetzt auf gar keinen Fall. Das heißt, irgendwann verschwimmen die Grenzen wahrscheinlich einfach so ein bisschen fließend. Ja, weil das Kind älter wird. Das Kind wird, guck mal, jetzt reden wir von einem 10-jährigen Kind. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Jetzt springen wir mal ein paar Jahre weiter. Das Kind ist 10. Mhm. Das Kind sitzt gerade am Schreibtisch, macht Hausaufgaben. Der Hund legt sich ins dümpelt rum und legt sich mit ins Kinderzimmer. Da mache ich nichts. Klar, aber was ich jetzt eben auch so dachte, bei so kleineren Beispielen, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann einfach so eine Routine eingekehrt ist. Du bist häufiger mal ein paar Meter weggegangen und bist dann wieder, und es ist einfach nie irgendwas passiert. Irgendwann wirst du wahrscheinlich an einen Punkt hinkommen, wo du dann einfach sagst, okay, hier passiert einfach gar nichts. Ich gehe jetzt halt mal in einen anderen Raum. Und die sind jetzt dann halt mal da drin, wenn vielleicht das Kind auch mal nicht 6 Monate, sondern 2, 3, 4 Jahre alt ist, wie rum auch immer. Ich glaube, wenn aber so dieser Punkt gekommen ist, wo man ohne den leisesten Hauch eines Anflugs von einem unguten Bauchgefühl das einfach mal machen kann, dann kann man vielleicht dann so drüber nachdenken, so ein bisschen weniger ein Auge drauf zu haben mit der Zeit. Vom Bauchgefühl her jetzt, also keine Ahnung, wenn wir in 3 Jahren nochmal sprechen, wie ich dann darauf antworte, aber mein jetziges Bauchgefühl sagt, genau bei sowas Vorsicht. Okay. Weil ein 3- bis 4-jähriges Kind ist ja total agil. So, die sind ja von der Motorik aber noch nicht richtig fein. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, aus Kindersicht, die sind ja total kreativ und haben ganz, ganz interessante Gedanken, dass auf einmal das Kind dann doch zum Hund geht und den Hund umarmen will oder anfassen will, aber halt nicht feinmotorisch ist, sondern halt schon eher so dieses Kniffige und so. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wenn du in der Situation bist, yeah, mit deinen Hunden und mit deinem Baby oder Kleinkind, du wirst ein Gefühl dafür mit Sicherheit kriegen, wenn du in der Lage bist, immer wieder das zu reflektieren aus einer anderen Perspektive, also wirklich immer auch wieder neue Situationen mal abscannst und guckst, okay, passt das wirklich alles so, wie ich es gerade denke? Dann kann ich es mir schon vorstellen, aber jetzt aktuell wäre ich da nicht fein mit. Hier kommen direkt 2 Gedanken, die ich total spannend finde in dem Kontext. Das Erste ist, lädst du damit Eltern aber nicht eine riesige Bürde auf, wenn du quasi sagst, über einen Zeitraum von Jahren kann man das nicht einfach mal Patte sein lassen, sondern man muss immer mental da sein. Das ist quasi der erste Punkt. Und das Zweite ist, hältst du es für realistisch, einem relativ jungen Kind von vielleicht 2, 3, 4 Jahren auch beizubringen, einen Hund nicht zu umarmen? Oder denkst du, es kann immer mal passieren, dass auch wenn du immer geguckt hast, dass da keine einseitige forsche Kontaktaufnahme stattfindet, völlig egal, ob von Kind in Richtung Hund oder von Hund in Richtung Kind, dass es dann trotzdem einfach mal passieren könnte, weil sowas halt passiert im Rahmen von Wachstumsprozessen etc.? Ja. Jetzt aus der Erfahrung, also als Mama kann ich da keine Erfahrungswerte schöpfen, dafür ist sie noch zu klein. Ja. Ich kann es aus der Hundetrainersicht jetzt schöpfen, dass ich definitiv weiß, dass ein Kind, was mit Hunden aufwächst und die Eltern
Eltern von Anfang an beidseitig ganz klare Regeln auch kommunizieren. Das kann man auch übrigens bei einem Kind schon. Natürlich auf nette Art und Weise, aber man kann auch einem Kind sagen, du gehst jetzt nicht ins Hundekörbchen. Glaube ich, dass da tatsächlich sehr, sehr viel, viel besser läuft, als wenn ich ein vierjähriges Kind habe und auf einmal zieht das erste Mal ein Hund ein. Mhm. Das ist, glaube ich, eine viel, viel schwierigere Konstellation, als wenn das Baby oder das Kleinkind von Anfang an mit einem Hund aufwächst. Also ich finde es auch unrealistisch zu sagen, du darfst dein Kind niemals unbeaufsichtigt mit deinem Hund pauschal lassen. Aber es kommt da wieder ganz stark auf den Hund drauf an. Und wenn der Hund eh allgemein sehr wohlwollend ist und auch ein Hund ist, der geht, wenn es ihm zu viel wäre, dass wenn du dann mal das jetzt gerade nicht siehst und das Kind stampft auf den Hund zu und der sagt, oh, ich habe keinen Bock, ich gehe, dann ist das ja das eine. Aber vielleicht habe ich auch manchmal zu viel gesehen, dass ich deswegen immer auch so Bilder im Kopf habe, wenn es dann doch schief geht. Das ist tausendmal gut gegangen und am tausendeinsten Mal hängt der Hund doch im Kind drin. Mhm. Das sind immer so Sachen, wo ich dann vielleicht auch zu viel gesehen habe und zu, ja, nicht, nee, verkopft bin ich sowieso nicht, aber ich höre immer auf mein Gefühl, aber zu viele Bilder auch im Kopf habe, die sich projizieren, dass ich da immer sehr mich schwer tue mit einer Aussage, einer klaren Aussage. Ich verstehe das komplett und wo ich zum Beispiel eben auch drüber nachdenken musste, was passiert Kindern häufig? Die fallen hin. Die tun sich weh. Beutefangverhalten und so ein Gedöns, ja, tun sich weh, schreien und alles. Ja. Ich habe sogar noch ein bisschen stumpfer in dem Moment jetzt gedacht, okay, Kind tut sich irgendwie weh. Ja. Kippt um, fällt hin, macht dabei ein Geräusch, hat ein Gefühl von Unwohlbefinden, Schmerz. Hund merkt, dass irgendwas passiert. Es hat Klatsch gemacht, läuft da mal hin, was ja vielleicht auch gar nicht so verwerflich ist, weil meine Güte, da ist was passiert. Und möglicherweise lernt das Kind in so einem Moment dann aber auch was, was man überhaupt nicht haben will. Es hat ein unschönes Erlebnis gehabt, hat sich wehgetan, plötzlich ist der Hund da. Ja. Weiß ich nicht, ob man ausschließen könnte, dass man sagen kann, das hat dann für das Kind irgendwie einen negativen Lerneffekt in dem Sinne von Unwohlbefinden, Schmerz, Trauer, whatever. Kann verschiedene Lerneffekte haben. Und plötzlich ist dann da ein Hund da und macht er die Situation dann besser oder schlechter oder entsteht dann eine Assoziation? Das sind jetzt Fragen, die könnte ich aus dem Stegreif nicht beantworten. Das kann man auch wieder nicht pauschal beantworten, weil es kommt auf die Motivation des Kindes in dem Moment an oder wie sich oder welcher Lernprozess gerade angesteuert wird. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Das Kind fällt hin, tut sich nicht besonders doll weh und auf einmal steht der Hund da. Lernt das Kind im schlimmsten Fall, cool, wenn ich hinfalle und schreie, ist der Hund sofort da. Das könnte ein Spiel werden. Ja. Das hatte ich auch schon bei befreundeten Kindern, die bei uns zu Hause waren, dass sie das ultra witzig fanden, sich immer vor den Hunden auf die Füße fallen zu lassen. Wo ich auch den Eltern gesagt habe, sorry, so bitte nicht. Ja, die Eltern, ist ja auch nicht schlimm, die hatten keine Hunde. Waren da so ein bisschen schwieriger in der Art und Weise, den Kindern das dann auch zu erklären. Es ist dann nochmal passiert, dann habe ich aber aus meiner Sicherheit die Hunde weggemacht. Nicht, dass die was getan hätten, aber das bringt die Hunde in einen Struggle mit dem Moment. Was bringt es, das Laufen zu lassen? Es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts. So. Und auf die Situation jetzt bezogen, im schlimmsten Fall oder besten Fall lernt das Kind, wenn ich mich hinfallen lasse und quietsche, ist der Hund immer da. Ja, ist aber eine Stresssituation für den Hund, weil er denkt, oh Gott, ich muss was tun, was soll ich denn machen? Ne? Anderer Situation, da schließt sich wieder der Kreis mit, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz hole oder einen Second-Hand-Hund, dass ich bitte in einem guten Tierheim bin, dass die wissen, Hund und Kind ja, nein, Beutefangverhalten. Ja. Ein unglaublich unterschätztes Thema ist Beutefangverhalten. Wie krass das ein Hund triggern kann, wenn ein Kind rennt und dieses kleine Wesen, die sind klein, die bewegen sich nicht geradlinig, die bewegen sich total tapsig und diese Geräusche, die ein Kind teilweise von sich gibt, wenn die gerade in ihrer Fantasie unterwegs sind oder gerade in ihren Momenten unterwegs sind, das ist etwas, da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Also das ist wirklich, da sträuben sich mir die Haare, weil ich das so oft sehe. Jetzt ohne Kack, vorhin erst, als wir hier gelaufen sind bei dir in der Nähe, da war ein Kind auf so einem Lauflern-Dings da, also auf so einem Roller-Gedöns. Ganz klein, der war vielleicht 3 oder so. Und ist da gefahren. Und ein Mann läuft da lang mit einem großen Hund, der sowas von derbe in diese Richtung gezogen hat. Und der hatte keine Absicht zu sagen, hi, ich bin der und der Hund, lass mal spielen. Ja. Der war ganz anders motiviert. Und das hat aber der Besitzer nicht erkannt. Und das Kind macht sich darüber keine Platte. Die Kinder machen sich darüber keine Gedanken, die machen ihr Ding. Und das ist auch etwas, da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Okay, um es einfach mal vielleicht platt auf den Punkt zu bringen, was bedeutet das im Worst-Case-Szenario, wenn dann so ein Beutefangverhalten getriggert wird in so einer Situation? Was ist der schlimmste mögliche Ausgang? Fürs Kind? Ja. Tod. Ich meine es ernst, wenn du einen Riesenhund hast, einen 40, 50 Kilo Hund, du hast ein kleines Körperchen mit 10 Kilo, 12 Kilo, mit 2 ungefähr, haben die so um die 12, 13 Kilo, glaube ich, die Kinder. Das war's. Im schlimmsten Fall tot und im besten Fall verletzt, aber auch fürs Kind traumatisch. Ja. Also da muss ich sagen, auch ganz klar, hat der Hund diese Tendenzen. Gegebenenfalls zeigt der Hund bestimmte Tendenzen halt nur mal auch erst, wenn das Kind da ist. Bitte, bitte, bitte holt einen guten Trainer und lasst euch engmaschig begleiten. Also wirklich, das ist so wichtig. Es geht ja nicht direkt darum, dass ich den Hund abgeben muss. Also wenn der schon da ist und
alles eigentlich cool ist, aber bestimmte Sachen getriggert werden. Das kann ja wirklich sein, dass da erst Sachen auf einmal hochploppen, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Dann sage ich nicht, gib den Hund ab. Aber holt euch einen, dass man sich einen versierten Trainer holt und sich wirklich von einem Profi begleiten lässt. Das, und vor allen Dingen Management dann, ne? Also, dass die definitiv dann so gar nicht unbeaufsichtigt sind und wirklich lieber mit einem Gitter getrennt sind oder weiß der Kuckuck. Weil wenn einmal sowas passiert, du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Ja, und diese ganzen Themen, Gitter, räumliche Trennung und so weiter, wird zwar auch viel verteufelt, aber kann halt auch Riesenfreiheiten im Umkehrschluss eröffnen, ne? Und guck mal, da haben wir es wieder. Stell dir vor, jetzt wäre ein Kinderkopf nebendran. Ja. Bum, 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 bum. Einmal findet das Kind den Hund blöd. Ja, und dann kriegst du auf einmal da den, einfach nein. Ja, aber das ist witzig. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Kann man sich da irgendwie belesen? Gibt es da Literaturempfehlungen? Nein. Gibt nichts, gell? Nein, es gibt nichts. Es gibt definitiv nichts, wo ich sage, ja, das ist sinnvoll und das hat wirklich einen Mehrwert, dass man sich gut darauf vorbereiten kann. Nicht. Wie macht man das? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, Hundetrainer zu finden, die möglicherweise versierter bei diesen Themen aufgestellt sein könnten als andere? Ja, 100%. Auch das kann ich ganz klar beantworten. Und zwar Hundetrainer, die gerne mit den Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Wenn du davon einen findest, der Bock auf Menschen hat und Bock hat, mit Menschen zu arbeiten und auch so ein bisschen Empathie besitzt, dann sind das meistens wirklich gute Hundetrainer, egal ob die selber Kinder haben oder nicht, die aber Emotionen bei Menschen abfangen können, auffangen können und vor allen Dingen aber auch eine Lösung finden, mit denen dann Hund und Mensch auch wirklich klarkommen. Okay, das heißt wahrscheinlich niemand, der so nach Schema F arbeitet, sondern Menschen mit Empathie. Ja, auch ein Menschen, der auch mal Klartext spricht und sagt, das ist scheiße, was der Hund gerade macht. Und nicht, das ist, du musst jetzt ein Alternativverhalten finden und du darfst dem Hund das nicht verbieten, weil dann löst du eine Sinnkrise aus. Nee, das nicht, sondern wirklich, der sagt, pass auf, dein Hund braucht einen Fahrplan. Der muss wissen, das ist cool und das lässt du bitte sein. Und das ist halt so wichtig. In der Sozialkomponente ist das nun mal Fakt, dass es Positives und Negatives gibt. Und da muss man einfach auch ganz klar sein und nicht sagen, ja gut, ich warte jetzt halt, bis der Hund irgendwann aufhört, das Kind anzubellen und dann wird er bestätigt. Nee, der muss wissen, das darfst du nicht und fertig. Du hast vorhin ganz kurz das Thema Berufsverbände und so weiter angeschnitten. Ja. Gibt es da zufällig irgendwas? Weil es können sie jetzt nicht alle bei dir melden, wenn sie Hilfe wollen. Aktuell gibt es ja sowieso noch nur sehr eingeschränkt wieder Training. Leider. Also welchen Berufsverband ich persönlich angehöre und auch sehr gut finde, ist der Berufsverband Zertifizierter Hundetrainer. Mhm. Denn da ist es so, dieser Berufsverband führt wirklich Aufnahmegespräche mit den Hundetrainern. Das heißt, es wird wirklich geguckt, passt die Philosophie, ja oder nein? Und da ist es auch so, die arbeiten halt vor allen Dingen auch sehr, sehr facettenreich und methodenoffen. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Ding, ein Schema und das muss funktionieren, sondern denen geht es wirklich darum, eine Lösung für alle zu finden, die wohlwollend ist. Und das ist halt das Allerwichtigste, finde ich, zu gucken. Es gibt viele Hundetrainer, die gehören diesem Berufsverband bereits an. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Berufsverbände, die mit Sicherheit gut sind. Auch andere Hundetrainer, die nicht da in dem Berufsverband zertifizierter Hundetrainer sind, sondern andere Zugehörigkeiten haben, die auch gut sind. Aber ich persönlich weiß, auch durch das Aufnahmegespräch, was ich da hatte, dass die sehr, sehr akribisch sind. Und die fragen auch Dinge, die unbequem sind. Also auch mein Aufnahmegespräch war ein bisschen unbequem. Aber das fand ich halt sehr, sehr gut, weil die halt dadurch abchecken, passt das ja oder nein. Das heißt, die nehmen auch schon mal einfach nicht jeden so direkt auf? Nee. Und gibt es bei denen einen Index oder irgendwas Vergleichbares, wo ich gucken kann, ich interessiere mich für Hundetrainer XYZ, ist der vielleicht bei denen oder bei denen? Gibt's ja, die haben, man kann auf die Seite von dem Verein oder von dem Berufsverband gehen und BZV, die haben eine Abkürzung, ich verwechsel diese Abkürzung immer. Finden wir irgendwie raus, ja. Ja, safe, also die haben eine Homepage und da sind auch die Trainer gelistet, da kann man nach Postleitzahlen auch sortieren. Und da sind auch, ich kenne definitiv bei weitem nicht alle Trainer, aber da sind ein paar Namen drin, wo ich weiß, dass die wirklich gut sind. Also die kenne ich auch, die Trainer, und weiß, die machen einen guten Job. Und da wäre das ja so meine erste Anlaufstelle. Okay, spannend. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal nachgucken gehen. Und vielleicht noch so zum Abschluss, was würdest du dir wünschen, was im Kontext Hund und Kind irgendwie im Leben miteinander verbinden, ohne größere Probleme, sodass es für alle Beteiligten möglichst viel Spaß macht. Vielleicht auch mal losgelöst von Altersklassen, Altersgruppen, vom Kindesalter und so weiter. Was würdest du dir wünschen, was sollen mehr Leute wissen? Worauf sollen mehr Leute achten? Punkt Nummer eins, ganz klar, die Hundesprache endlich verstehen. Ja? Also ich würde mir so sehr wünschen, dass wenn ich mir einen Hund hole, dass ich verstehe, was habe ich denn da? Nicht einfach nur hol, weil der süß ist, sondern analog zum Thema Hundeführerschein. Ich würde mir sowas wirklich wünschen, weil da wird zumindest eine Grundvoraussetzung gelegt, dass ich den Hund so ein bisschen verstehe. Das ist so das Allerwichtigste. Und dann das Nächste ist wirklich, dass
gegenseitig die Individualität gewahrt werden kann. Ein Hund ist kein Kuscheltier für ein Kind. So, das ist so der erste große Claimer für Shitstorm, bla bla bla, den man dann wieder aufholen kann. Aber dass man das einfach wirklich auch mal so ein bisschen normaler sieht. Ein Tier ist ein, oder ein Hund ist ein Individuum, ein Lebewesen, ja, was seine eigenen Bedürfnisse hat. Und wenn Kind und Hund miteinander kompatibel sind und die mögen sich, dann ist das geil. Aber ich muss nicht, weil ich einen 5-Kilo-Hund habe, den in irgendwelche Kostüme vom Kind stecken lassen, in einem Kinderwagen durch die Gegend zerren. Ja, nee, das ist so, sind immer diese Bilder, die ich im Kopf habe, wo ich denke, meine Güte. Und das ist etwas, ich glaube wirklich, wenn man mit gesundem Menschenverstand an die Sache geht, ein Hund auch als ein Hund, als ein Lebewesen sieht und das Kind genauso als ein Lebewesen sieht, was man noch in die Welt begleiten darf, was noch nicht perfekt ist und noch viele, viele Gefahren überhaupt gar nicht erkennen kann, wofür ich als Erwachsener zuständig bin. Mhm. Ich glaube, wenn man mit diesem Verantwortungsbewusstsein in diese Situation auch reingeht und mit einer gewissen Vorbereitung, ist für mich persönlich der Weg geebnet. Und es ist ja jedem das Seine, ne? Also es gibt Menschen, die brauchen viel Struktur, es gibt Menschen, die lassen alles auf sich zukommen. Das ist auch alles fein, solange man sich damit wohlfühlt, aber vor allen Dingen halt auch die Gesichter von allen Beteiligten gewahrt werden können. Und das finde ich halt am allerwichtigsten. Auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Hör mal, danke. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, was heute besprochen wurde, ist einfach ab in die Kommentare. Wenn ihr keine Fragen habt und irgendwas spannend fandet, könnt ihr auch gerne einfach den Zeitstempel, also Minute, Doppelpunkt, Sekunde, in die Kommentarsektion rein kommentieren und dann nochmal kurz schreiben, was ihr daran so spannend fandet. Oder falls ihr irgendwelche anderen Dinge habt, die euch auf dem Herzen liegen, auch einfach gerne ab in die Kommentarspalte. Wir werden es auf jeden Fall lesen und dann gegebenenfalls auch gucken, dass wir da zukünftig noch ein bisschen drauf eingehen können. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Ich habe auf jeden Fall auch einiges gelernt heute. Cool. Und ich glaube, dass es hoffentlich auch viele Leute dafür sensibilisiert, dass es wahrscheinlich bei den meisten Menschen nicht einfach mal so übers Knie gebrochen werden sollte, so nach dem Motto, ah ja, ich bin jetzt zufällig schwanger geworden, ich habe außerdem noch einen Hund. Ja, das passt ja. Ja. Da auch danke an dich, dass du deine Reichweite für dieses Thema nutzt, weil ich finde, wie man schon gemerkt hat, es gibt keine Literatur zu dem Thema, es gibt niemanden, der sich intensiv mit genau so einem Thema beschäftigt. Und ich finde es richtig geil, dass du das Thema aufgreifst, weil ich glaube, das erreicht viele Menschen, bewegt viele Menschen zum Nachdenken und dass wir da so ein bisschen mehr Wohlwollen bei Kind und Hund beidseitig reinbringen. Vielleicht können wir das noch tatsächlich als finales Schlusswort dann aufgreifen. Warum denkst du, gibt es da so wenig Informationsmedien, Bildungsmöglichkeiten, Erfahrungsberichte so öffentlich verfügbar? Ist das irgendwie ein edgy Thema? Passieren da häufig Dinge, die keinen was angehen? Macht man sich da unbeliebt, wenn man eine starke Meinung hat? Ja, du machst dich unbeliebt, weil du zu zwei sehr populierenden Themen sehr starke Meinungen hast. Hund ist eh schon ein sehr brenzliges Thema, wie wir ja selber wissen. Das kann ich noch einigermaßen beurteilen. Und Kind ist ein noch brenzligeres Thema. Wirklich? Du kombinierst zwei Themen, die sehr viel Zündstoff haben. Hm. Und das ist halt, glaube ich, einer der Punkte, da haben viele Leute einfach keinen Bock drauf, darüber zu sprechen. Das erlebe ich auch unter meinen Videos teilweise, was da für unterirdische Kommentare kommen, wo es nur darum geht, dass der Hund nicht auf den Babyteppich darf und die Leute komplett deswegen ausrasten. Verrückt. Das erlebe ich bei so Kleinigkeiten schon. Und deswegen reden da viele nicht drüber, denke ich mal. Und es ist halt auch ein sehr individuelles Thema, wo man nicht so, wie bei Thema Hund-Hund-Kommunikation, da gibt es klare Regeln, Körpersprache etc., wo man klar darüber reden kann. Aber bei einem Kind ist es halt nochmal schwieriger. Aber ich würde es mir so sehr wünschen, dass auch das Thema viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wahrscheinlich auch einfach ein Problem, dass es super schlecht zu standardisieren ist. Ja, total. Aber was man definitiv standardisieren kann, Hundesprache. Mhm. Wenn man sich viele, viele, viele Videos bei Social Media anguckt, der Hund sagt, boah, bitte lass mich, bitte, 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 Ausrufezeichen bitte, und die Leute checken es nicht. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das mehr thematisiert wird, mehr aufgegriffen wird, gar nicht zum Fingerpointing zu sagen, du bist schlecht, weil du hast es nicht erkannt, sondern hey, guck mal so und so, mach das doch so und so, dann wird es besser. Und das würde ich mir mehr wünschen, gar nicht dieses, ah, du bist doof, sondern hey, lass uns das besser machen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video gesehen, wo ein Hund und ein Kind auf Social Media einfach in friedlicher Koexistenz mal gezeigt werden. Das habe ich noch nie gesehen. Dann guck mal auf mein Profil. Da haben wir nämlich Baby und Hund, ja, erster das, Kontakt auf dem Boden. Das sind ja keine 20 Millionen Aufrufe. Weißt du, ich meine das hat keine Ahnung. 80.000 ich meine das jetzt so in einem viralen Kontext. Nee, gibt's nicht. Weißt du, was du in einem viralen Kontext siehst, ist, die kuscheln, die spielen zusammen, der Hund knallt dem Kind eine, weil das Kind vorher dem Hund eine geknallt hat. Ja. Und das finde ich halt schade. Das sorgt für Emotionen. Das lässt, also so ein friedliches Video, wo zum Beispiel die Kyla reinkommt, die Kleine auf dem Boden ist, die wirklich das allererste Mal
Und das war auch nicht gefaked. Das allererste Mal sieht, die ist auf dem Boden, die strampelt rum, die macht voll die Geräusche. Kyla denkt sich, ja, was ist das denn? Sowas ist halt unaufregend, weil der Hund unaufgeregt war. Ich habe den Hund halt abgeholt, das Baby sieht man nicht, das ist auch doof, aber Babys sieht man nicht, ist ja langweilig. Aber wenn halt Emotionen hochkochen, das geht natürlich viral, weil das pusht die Leute, leider. Aber wäre falsch auch anders. Schöner, wenn es nicht dabei bleibt, dass es immer nur Videos sind, wo es dann irgendwann eskaliert und wo dann in den ganzen Reaction-Videos nach 5 Sekunden dann darauf verwiesen werden muss, dass das völlig überflüssig gewesen wäre. Ja, das stimmt. In dem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Kommentare. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschö.